Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Rund 250.000 Israelis haben vor dem Parlament und dem Obersten Gerichtshof in Jerusalem die rasche Umsetzung der Justizreform gefordert. Die Demonstranten wollten ein Zeichen setzen, dass sie hinter der konservativ-religiösen Regierung von Benjamin Netanyahu stehen. Einige Demonstranten trugen orangefarbene Sträflingskleidung. Sie seien Gefangene des Obersten Gerichts, unterstrichen sie. Andere trugen Schilder mit der Aufschrift 64, ein Hinweis darauf, dass die Regierungskoalition bei der jüngsten Wahl 64 Sitze errungen hatte, die Opposition aber nur 56. Es könne nicht sein, dass die Minderheit mit ihren wöchentlichen Massenprotesten versuche, Druck auszuüben und Netanyahu den Wahlsieg zu stehlen, hieß es. Die Protestierer übten heftige Kritik am Obersten Gerichtshof. Dort überstimme eine elitäre, linksorientierte Gruppe von Richtern regelmäßig die Regierung, ohne dafür demokratisch legitimiert zu sein. Heute leben fast 10 Millionen Menschen in Israel. Das sind etwa 12-mal mehr als bei der Staatsgründung 1948. Diese Zahlen hat das Nationale Statistikbüro zum 75-jährigen Staatsjubiläum bekannt gegeben. Seit dem vergangenen Jahr wuchs die Bevölkerung um 216.000 Personen, was einem Anstieg von 2,3% entspricht. Es wurden 183.000 Babys geboren und 79.000 neue Einwanderer kamen ins Land. Mehr als ein Viertel der Israelis sind Kinder im Alter von 14 Jahren oder jünger. Nur 12% der Einwohner sind älter als 65. Die Daten zeichnen ein Bild einer jungen, optimistischen Bevölkerung. Die Behörden erwarten, dass die Einwohnerzahl Israels bis zu seinem 100. Geburtstag auf 15,2 Millionen wachsen wird. Jüdische Jugendliche aus der ganzen Welt haben in Jerusalem am internationalen Bibelquiz-Wettbewerb teilgenommen, der live im Fernsehen übertragen wurde. Emuna Kohen aus Bnei Netzarim im nördlichen Negev wurde zur Siegerin gekürt. Sie setzte sich gegen 41 Bewerber aus 20 Ländern durch. Die Kandidaten mussten Fragen zu Details aus den biblischen Büchern beantworten und Fragmente von Bibelversen vervollständigen. Bei weiteren Aufgaben galt es herauszufinden, wer welches Zitat zu wem gesagt hat oder geografische Details des alten Landes Israel zu nennen. Die Gewinnerin erhielt ein Stipendium für einen Bachelorabschluss sowie ein verziertes persönliches Exemplar der hebräischen Bibel. Premierminister Netanyahu überreichte das Geschenk persönlich. Ein Israeli ist am Ben-Gurion-Flughafen verhaftet worden, als er versuchte, 3 Eidechsen und 2 Schlangen ins Land zu schmuggeln. Der Mann hatte die Tiere nach Behördenangaben in Plastikbehältern, Alufolie und sogar in Socken versteckt. Er wurde bei seiner Rückkehr aus Ungarn festgenommen. Die Einfuhr von Wildtieren nach Israel ohne die erforderlichen Genehmigungen gilt als Straftat und kann mit einer hohen Geldstrafe und bis zu 2 Jahren Gefängnis geahndet werden. Die geschmuggelten Reptilien werden nach Angaben des Ministeriums in ihr Herkunftsland zurückgebracht. Und damit kommen wir zum Wetter. Es bleibt trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Eine kleine Hitzewelle bringt Jerusalem kurzzeitig Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad. Danach wird es wieder 10 Grad kühler. Das waren unsere Meldungen der Woche. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit.